Das Kino. Und wahrer vorab, weil du Sportsmann. nächstes Freitag Geburtstag hast und damit du passend zur Liga ausgerüstet bist, möchten wir dir schon mal, was Unglück bringen wird, aber das ist uns ja dann egal, wir kennen Also. dich ja so weiter gar nicht. Aber wir wollen dir jetzt schon mal ganz herzlich vorab gratulieren. Dankeschön, und die Dankeschön. DPL möchte dir gratulieren und wir sind auserkoren, das zu tun. Und wir haben für dich in Original einmal da. Das ist eine, du kommst aus dem Gefängnis, Freikarte. Nein, ich habe gar keine Ahnung, was das ist. Ich Das ist überreiche nämlich dir das da. jetzt einfach. Das ist, da Das haben ist wir hier, nämlich der da. Dreh hat hier Oh. sein eigenes. Das wird wahrscheinlich feierlich. Ich habe es eben schon vermutet, deine Players Card sein. Der Spielerausweis für die deutsche Paintball-Bundesliga, damit der Nein. Liebe direkt zum Liga-Auftakt Nein. sagen kann: Hier, ich bin dabei, hier ist meine Players Card, hier habt ihr gesehen, ich bin dabei. Raphael ist mein Name, Dubi steht hier auch auf meiner Players Card. Oh, Mann. Hier haben wir das Ding nochmal eben zum Groß, im Groß für euch. So, ich zeig's mal in die Kamera. Ja, so ja. läuft. Einer mehr dabei. Ihr seht hier also den Spielerpass. Hier oben seht ihr die. Oh, das ist ja nice. Das ist nicht so. Ihr seht auf der Seite, welche Liga der gute Mann spielt. Da seht ihr Namen und so weiter und die Spieler-ID. Also hauptsächlich seht ihr Discos Finger, aber ich glaube, die Message wird klar. Oh Mann. Ich weiß gar nicht, wer hat dem Doser Geld gegeben, dass der mir auf den Nüsse geht? Ich dachte, das war, also da ich ja schon wusste, dass du hier, ne, also du siehst mal, du steigst ins Paintball-Geschäft ein, der Disco steigt quasi aus dem Moderatorengeschäft aus. Ja. Denkwürdiger Tag heute. Du kannst dir immer sagen, so, ne, als du deine Spielerkarte bekommen hast, hast du quasi den Disco aus dem Geschäft gedrängt. Hey, Dubi, wann planst du denn hier in der ersten Liga aufzuschlagen? Dubi, sag mal, was ist realistisch? Komm, WZL, also, machen wir realistisch. Ein Jahr WZL machen wir, dann geht's weiter irgendwo. Station U19 ja erstmal, ne? Also du weißt ja hier, die jungen Adler, da wird ja gerade versucht, was aufzustimmen. Ist das hier irgendwie, bist du da Aspirant für? Ich möchte ja jetzt nicht irgendwie überheblich klingen, sage ich jetzt mal, ne? Aber ich mach ein Aber! Ey, ohne Aber kommst du nicht raus jetzt. Ja, aber willst lieber U21 spielen, weil die anderen dir zu große Fische sind, ja? Ja, ich hab jetzt so ein mega gutes Team an der Seite und das ist... Das sind nicht zufällig die Lippstadt Hedgehogs? Doch, ganz genau, die sind das. Also von den Lippstadt Hedgehogs, da startet es jetzt voll direkt mit ein in der Verbandsliga, habe ich gerade richtig gehört? Bezirksliga? Bezirksliga. Bezirksliga. So, und hast jetzt endlich die ganze Zeit zugeguckt, darfst jetzt auch endlich mal offiziell mittrainieren mit Farbe und allem? Das endlich. Ja, und tatsächlich, aber ne, also wenn es dann jetzt für dich mit der Liga losgeht, kannst du ja schon mal reinschnuppern. Und ich sag mal, viele junge Spieler unter 19 Jahren haben wir ja nicht in Deutschland. Also auch immer mal eine Aktion zu gucken, ob du vielleicht in der U19 Platz findest. Dafür musst du ja nicht mal dein Team wechseln. Da wird man ja nominiert für, quasi, beziehungsweise, ja. oder nach Auswahltraining für ausgewählt. Und das könnte ja unter Umständen sein, dass dann ganz schnell mal die Lippstadt Hedgehogs ja, auf internationalem Parkett ihre Spieler stellen. Und Nationalspieler stellen. Ein Nationalspieler. Oh, das und das, also egal, ob ihr trainiert oder nicht. Ja. Es wird ein Facebook-Posting geben, wo es steht. Irgendwo einfach, wo es interessiert ja auch keinen, dass es vielleicht niemanden interessiert. Aber ihr macht so ein Posting fertig, wo ihr da reinschreibt. Sorry, Dudes. Heute sind die, lass mich nochmal eben. Heute sind die Lippstadt Hedgehogs. Nicht im Training, da unsere Jungs ja bei der Nazio sind. Ja, genau. Also heute kein Training wegen Nazio-Abstellung. Ja, voll schlecht. Unsere Spieler hängen ja seit 20 Minuten am internationalen Check-in-Fest. So. Ja, die hängen wieder so. Und weißt du, was das auch für ein Punkt ist? Ab dem Tag, wo du dein erstes Event auf der Mille spielst, verfasst dein Team nur noch englische Sprachbeiträge, Facebook-Beiträge. Ja, direkt. Weil, weil ihr international seid, verdammt nochmal. Genau, weil die halt alle deinen Namen kennen. Wisst ihr, Dubi funktioniert auch im Englischen, kannst du so machen. Du bist halt der Dubi. Genau. Dubi, ja. Also alles, was du brauchst, hast du ja jetzt quasi schon. Du hast die Spielerkarte schon. Du bist jetzt, hast jetzt schon den nationalen Fame, den internationalen auch. Hier, mach mal so ein Gesicht, so ein Grinsegesicht mit dem Ding und geh mal ein bisschen näher ran und dann kannst du... Hier sehe ich ja gerade Paint Your Ass, Misha Tryout ist demnächst wieder, musste ich nur an den Fehlern Klemmer halten hier, der managt das, glaube ich, dieses Jahr mit den jungen Adlern U19, kannst du auch vorsprechen. Ja, hast du auf jeden Fall hier direkt schon, hast du auf jeden Fall schon direkt Fans im Internet? Ja, ey, das noch keinen Ball geschossen, direkt den Fame da. Das so, pass auf hier, 1337 Skilly hat eine Frage, ob die Felder immer so aufgebaut sind. Es ist so, die Layouts werden einige Wochen vor Spieltag bekannt gegeben. Das ist die Anordnung der Deckung und das ist genau festgelegt auf den Zentimeter, sag ich mal. Das Feld ist eingeteilt in sogenannte Planquadrate. Die Felder sind symmetrisch aufgebaut. Man bereitet sich auf einen Spieltag vor, spielt jetzt den Spieltag und nächste Woche gibt es wieder ein neues Layout. Und
ungefähr, sagen wir mal richtig. So. Und dann hast du wieder was Neues. Du trainierst es 3-4 Wochen, hast 3-4 Wochen die Möglichkeit, das zu trainieren. Da kann man sagen, die Bezirksligaspieler machen es dann vielleicht mal einen Samstagnachmittag und dann fahren die Erstbundesligaspieler vielleicht 2 ganze Wochenenden und nochmal einen ganzen Tag oder vielleicht auch 2 ganze Wochenenden, je nachdem, wie heiß die sind. Und dann wird wieder die Messe gelesen an den Spieltagen. Ja. Ja, also das ist es, wo es für dich hingehen soll, hast du dir jetzt schon überlegt, ja? Erstmal locker anfangen, Bezirksliga und gucken, wie es dann mit deinem Team weiterläuft. Ja, so als Team haben wir ja schon überlegt, ne? Wir sind ja zurzeit in Hildesheim. Das ist schön geworden, ne? Das ist ein neues Feld, ja. Schön ja, geworden, ne? Aber riesig. Als nächstes wollen wir wirklich hier hin. Wir haben überlegt, Landesliga, schön nach Solms. Und dann, weil ihr euch überlegt habt, das ist jetzt halt auch das Feld so in Deutschland, was man von der Bundesliga kennt. Ja. Ihr wollt also quasi hier auf dem, ja, auf dem Feld für den Ligasport in Deutschland, wollt ihr halt auch schießen, ja? Ja, das ist so, da wollen wir hin. Einen ja. Rat möchte ich dir geben, einfach schon mal ganz ungeniert gleich mit deiner Players-Karte unten mit der vergrößerten immer unten rumwedeln und ruhig schon mal ein paar von den Bundesligaspielern auch anstoßen, ja. Stupsen so. Kann auch nicht aus dem Weg gehen, die Schulter lang machen. Und wenn einer was sagt, was soll das denn? Einfach zu sagen, Fresse, wir sehen uns bald. Kann auch nie schaden, kann auch nie schaden, unten ein paar von deinen Refs schon mal deine Karte zu zeigen und dann so mit beiden Augen so ja. auf deine zu zeigen und dann auf ihn. Ja, auf ihn. Du schon kannst auch Kehlenschnittgesten. Ja, so, kommst du ganz schnell weit raus. Da bist hierbei. Du ganz schnell ganz oben. Ja, das ist vielleicht gar nicht so schlau, dass sie dich hier hochgeschickt haben. Um der wird komplett verdorben, Alter. Der geht hier runter wie ein Roboter. Aber er lacht Stahl. Die ganze Zeit, das würde ich behaupten. Also ne, selbst ohne Schießen scheint das beim Paintball schon Spaß zu machen. Ja. Und du fühlst dich ja hier, also sitzt hier in dem Studio, als ob du nie was anders gemacht hättest. So, ne? Ja, also wir suchen jetzt auch, ne, eigentlich, also kannst du auch mal eine Bewerbung hinschicken. So, wir suchen jetzt neue Leute. Ich habe gehört, der Disco hört dieses Jahr auf. Übrigens Beileidsbekundungen, Blumensträuße und so, wohin soll die geschickt werden, Disco? Die eine Tulpe, die da kommt, oder was? Ja. Ja, die legen bestimmt so einen Kranz mit so einem lila Revier ab. Dünn. Und dann ist er weg und dann ja. geht die große Party ab. Das und der Erwachsenenwindel. Ja. Die guten alten Tena Superdry. Ja, also Disco, ich habe mir sagen lassen, du meinst, das ist unumstößlich. Wir gucken das mal. Es ist aber egal, wie er es dreht und wendet. Ihn müsst ihr noch 2 Spieltage auf jeden Fall ertragen. Den Dummi jetzt noch viel länger. Und du wärst ja, ja. dumm, dein 10. Jahr nicht voll zu machen. Ja, das habe ich mir halt auch überlegt. So. Ja. Ja, ich hab noch Hoffnung, dass ich mich vielleicht um eins verzählt habe und dann doch aufhören kann. Ah, das oder ist schon so. Sinn. Einfach mal das ganze Material sichten, was es von dir im Netz gibt. Ja, das ganze Material, das ist Stunden um Stunden. Gebrabbel. Ja, genau. Also. Wenn du den Unterhaltungswert zusammenschneidest, kannst du das komprimiert in 5 Minuten abfahren. Plus eins hier. Gut. Wir können ja aber zwischendrin mal über die Cologne Hurricanes und Offenbach Fast and Deadly sprechen, denn da ist es gerade hier ein One-on-One zwischen Fast and Deadly und den Hurricanes. Als ob ich es eben nicht gesagt hätte, ne, Fast and Deadly kann gegen die Hurricanes immer mal so eine Duftmarke setzen. Und ich habe auch, glaube ich, gerade eben in die andere Begegnung in dem Blog, nämlich Breakout Ella. Spa gegen Ballistics Göttingen. Da läuft es halt eben wie erwartet gut. Für Breakout. Warum geht man jetzt nicht vor, wenn man Ella ist? Ich weiß es nicht. Er hat auf jeden Fall noch einen Pot auf dem Rücken. An der Paint kann es nicht liegen. Er hat Platz da. Ich würde jetzt eigentlich auch sehen, dass er reinkommt auf den Tempel, weil in der Snake hat er eigentlich nur unkomfortable Deckung für so ein One-on-One. In das hohe Ding da vorne kann er doch fast. Würde einfach Infield über den Beam hopsen und jetzt, ja. Ja, jetzt. So, gegen wen spielt er denn da? Ist es der Dave? Nee, ne? Nee. Ist der Vasili vielleicht? Ich glaube, das ist der Vasili Pantelev. Ja, der ist zu groß, ne? Der ist kleiner, ich der... Ich glaube, das ist der Vasili, aber ich mag mich irren. Fakt ist auf jeden Fall, wenn er es ist, gegen den willst du jetzt auch nicht unbedingt One-on-One schießen müssen, aber das macht er sehr gut hier, der Herr Eller von Fast and Deadly. Er bewegt sich gut, ne? Ja, hat hier den einen oder anderen Platz, gerade... Oh! Den hätte er haben können, ne? Ja, aber hat lachsartige Reflexe, der Vasili. Und das war auch gut. Mhm. Das war jetzt ganz gut, ja. Jetzt geht er nicht wieder zurück in den Beam. Geht doch auf seine Base. Geradeaus drüber, auf den Tempel in der Mitte. Einfach auf den Tempel, er will doch zum Buzzer, verdammt nochmal. Ich meine, er ist ja extra wieder, jetzt geht er Infield da rein. Also, das verstehe ich jetzt ehrlich gesagt das nicht. Das hat es jetzt schlechter gemacht für warum ihn. Man den Weg in die andere Richtung aber nicht verringert. Aber Vasili lässt ihn auch arbeiten, ne? Also von daher... Ja, weil er wartet, dass er seine Paint wegschießt. Ja, ja. Ich, nicht, weil er schlecht, er hat schon seine macht Taktik. Macht halt Mäuschen aber. Jetzt da, weiß aber auch, so wenn ich die Gun von ihm sehe, nicht so ganz, dass er auf der Deckung steht. Er verortet ihn, glaube ich, weiter Infield. Er sucht ihn nämlich, ist das...
Na gut, aber er macht das ganz konzentriert. Leider Gottes haben wir auf der Seite keine Cam, aber ich glaube, er müsste es sein, sobald ich eine Rückennummer sehe. Sollte es eigentlich die Nummer 12 sein, dort hinten. Nummer 12 kriege ich gerade die Bestätigung von der Regie, vielen Dank. Also Vasili Pantelev hier, Tonnen und Tonnen und Tonnen an Spielerfahrung auf allerhöchstem Niveau. So, und er macht's gut, er verkürzt nämlich jetzt den Weg zu seiner Base. So, und kommen muss letztendlich dann auch Fast and Deadly. Oh, jetzt sind's oh aber das war, da hat er ihn geschossen. Dann beide, nein, dann Chase. Ah, das hätte ich dem Ella aber jetzt gegönnt. Jetzt hätte ich es ihm gegönnt, wobei es auch ehrlich gesagt wirklich ein Fehler von Vasili war, da jetzt offen zu gehen, weil er hätte nicht gemusst und nur der Herr Ella hätte das schon deutlich schneller beenden können, indem er sich weiter auf den Buzzer zubewegt hätte. Es hat keinen Sinn gemacht, wieder zurück durch die Snake zu gehen, meiner Ansicht nach. Ja, aber der Vasili hat eh nur sich das die ganze Dinge zurechtgelegt, bis zum geht nicht mehr. Und dann war es auch eigentlich egal, er hatte ja jederzeit die Chance wieder weiter nach vorne. Bis zum Buzzer hätte er den eh nicht gelassen. Ja. Den wirst du schon wohl abknallen müssen, wenn wir den das haben. Was wir jetzt nicht gesehen haben, ist natürlich, wie viel Paint er noch auf dem Rücken hatte, weil, wie gesagt, ewig lang blockst du halt auch keinen mit zwei Bällen. Ach, du meinst, dass der sich vielleicht heimlich noch einen ins Fäustchen lacht gerade mit seinen vier Bällen? Könnte sein, also wie gesagt, ich glaube, anhand seiner Erfahrung und der Tatsache, dass sein Team das quasi erfunden hat, muss er sich vor Snapshot-Duellen und One-on-Ones nicht verstecken, es sei denn, er hat keine Bälle mehr. Der hat schon mal eher gespielt, der Herr Pantelev. Ich habe schon gehört, der hat schon mal Paintball gespielt. So. Also auch außerhalb vom Steiner. Den hast du vielleicht schon mal gesehen bei irgendeinem Troy McClure-Film. Vielleicht kennst du mich, Frau. Ich hatte auch was Ekliges im Kopf, aber was anderes. Und dann habe ich gedacht, nee, das sagst du gar nicht. Nee, Troy McClure ist ja nicht schlimm. Aber ganz im Ernst, wir können da jetzt nicht wieder so weit ausschweifen, denn wir haben schon zwei Punkte vom Breakout Spark in die Ballistics Göttingen verpasst. Und weißt du, was sagst du, Dubi? Weißt du, was da wenig überraschend ist? Ey, bist du noch Dubi oder willst du jetzt schon international, weil du bald vielleicht in der U19 spielst? Wenn du willst, kannst du schon Dubi sein. Das ist mir. Also was egal wie du das drehst, Raphael ist halt zu lang so für Paintball, das funktioniert nicht. Kannst dir direkt abschminken. Aber die Mädels sind bestimmt alle Raffi, oder? Raffi. Nee, eigentlich ist so. Mach's mir Raffi. Ist der Standardname einfach Dubi. Dubi, gut, bleiben wir bei so. Dubi. Also, Dubi, was denkst du, was jetzt passieren wird? Ich denke, es passiert genau das, was wir alle denken. Breakout lässt sich das nicht nehmen. Breakout ist aber zurzeit Beast, sag ich jetzt einfach mal, ne? Also die sind auf einer Tour. Du sagst es gerade und da hinten laufen sich schon gegenseitig die Ballistics-Spieler über den Haufen, weil sie gar nicht schnell genug vom Feld kommen können. Es sind alle Spieler ausführlich markiert. Ja, genau, Geruchsfläche ist ausgemalt. Oh, da ist einer Snack. Der ist ein Snack 9. Oh, zweimal, ja. Snack 9. Der kriegt Snack jetzt 1000. Hier vom. Ja, guck mal. Oh. Das gibt noch ein Penalty, oder? Ja. Ja. Ich hätte es den Ballistics ja gegönnt, ne? Tatsächlich ja, die sind heute ein bisschen am Struggeln. Etwas strugglig, haben heute Morgen gegen die Preds verloren, aber Kampf eigentlich geliefert. Ey, liebe Regie, es verhält sich so, dass nach dem Block die unter anderem auch die Preds gegen die Grandad spielen. Ja, also wir beide spielen in dem Block gegeneinander, das heißt, der Dubi moderiert hier oben weiter. Ja. Wir haben hier gehört, es gibt den ganzen letzten Block, wenn der Disco und ich hier nicht sind und der Dubi hier oben aufpasst, dass ihm keiner seine Meisterschale klaut. Also. So, währenddessen gibt es wohl einen ganzen Block nur aus der Coach-Sicht hier gefilmt. Okay, ja, Dosa. Vom Disco. Ja. Vom Disco? Was vom Disco? Dosa? Ja, vom Dosa. Ich bin ja kein Coach. Du bist der Coach. Wir zahlen Geld für Coach. Unser Coach ist der Flexi. Die Rakete. Genau, unser Coach hat schon mal. Unser Coach hat bei Infamous gespielt. Wo hat dein Coach nochmal gespielt? An sich selber hauptsächlich, oder? Warte mal. Pass mal auf, Alter. Der Dosa, der darf das. Dubi, Dubi, Alter. Komm hier, Dubi, High Five. Dubi. Oh, Mann. Dubi, Großer. Oh, ich glaube, da kommt gerade eine Strafe. Nee, war keine Strafe. Es sah ein bisschen verbissen aus. Der Hurricane-Spieler wurde energisch gecheckt, aber wieder freigegeben. Dafür verlieren sie zwei Leute auf der T-Pex-Seite. Ey, jetzt hat mich der Dubi angegriffen. Hast du das überhaupt mitgekriegt? Der Dubi auf jeden Fall. Ich lasse dir eine Menge gefallen, aber Dubi, das von dir jetzt nicht, Junge. Ich habe mehr gefickt, als du gewichst, Alter. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Dubi. Also noch ist er nicht 18 Disco jetzt. Dubi, ey. So, nichtsdestotrotz, hier, Offenbach Fast Daddy will sich auf jeden Fall ganz gerne den Punkt da wiederholen, den sie gerade eben gar nicht so unklar verloren haben. Und es sieht auch jetzt nicht so richtig schlecht für die Jungs aus. Nee. So, Dubi, ich verschaff dir schon mal ein bisschen Zeit, kannst du jetzt schon mal zwei, drei neue Punchlines zurechtlegen für den Disco, ja? einfach mal durchatmen. Das ist das Ding, ey. Du bist auf jeden Fall stark im Kommen, Dubi.
Okay, so, Fasten Dandy auf jeden Fall relativ safe auf der Backline. Ihr habt hier die Nummer 15 von den Hurricanes. Im Blick, das dürfte der Uli Scharf sein, vermute ich. Scharfi. Ist das? 15, ja. Müsste er, ne? Ah, da hab ich's doch hier. Ja, das ist er, Uli Scharf, genau. So, Fasten Dandy jetzt hier, T-Pack 50 unterwegs. Macht er wirklich ganz gut. 3 Minuten 30 und momentan auf jeden Fall für mich leichte Feldpositionenvorteil für Fast and Deadly. Vor allem schießt er ihn jetzt wirklich gleich mit Bounce Shot aus der Snake, wenn er nochmal hochkommt. Oh, und da fährt der Vasili ab. Sehr gut gemacht aus dem T-Pack 50, das jetzt vorher aufs gegnerische T-Pack und hat den Dave innen auf der Maske geschossen. Riesenpunkt hier von dem Spieler von Fast and Deadly. Super, super solide, wirklich. Absolut verdient, 1-1. Und was lernen wir daraus? Gerade eben war schon ein One-on-One gegen den Vasili, war also auch knapp. Die sind Fast and Deadly Jungs können mal wieder an einem Titelaspiranten sägen. Ja, also sind immer dafür gut, irgendwie hier einen Leberhaken nochmal rauszuhauen von unten. Ich glaube ja, dass die Hurricanes, so wie sie es ja auch schon 2, 3, 4 Mal gemacht haben dieses Jahr, einfach noch so 2 richtige Hammer auspacken werden. Hm. Zwei ja, auch das, gleich. Das können sie, ne? Also 2 auch so gleich. Auf der letzten Zeit und dann hauen sie auch raus. Die haben ja schon raus. Auch so ein bisschen diese... Viele Teams haben da 1 bis 2 Spieler von, ne? Diese jetzt langs Attitude. Was ja, du ja. vorhin dem Schäbler zum Beispiel unterstellt Schäbler hast. Zum Beispiel. Oh, jetzt egal, könnte es ja nochmal interessant werden. Macht Breakout Spy jetzt eigentlich den Matchball? Schaffen sie es jetzt die Ballistics 4-0 direkt nach Hause zu schicken? Der Maulau muss hier weg. Aktuell 2 Minuten gespielt. Ja, erst. Breakout also hier den Maulau im Centerfield verloren. Verlieren jetzt aber auch da vorne den Manu Bückenbach auf dem T-Pack. Der wird direkt aufgefüllt vom Axel, der und da auch wegfällt. Ballistics und haben eine Snake geladen. Ja, Ballistics haben aber auch jetzt hier hinten das T-Pack 1 verloren. Ja, jetzt muss der Moritz Bernson aber ein bisschen fester schießen. Ja, deswegen. Der Mo hat das ja eben schon gesagt, Fachkräftemangel. Deswegen haben sie ihn halt eben aus der Rente rausgeholt. Jetzt ist er hier und macht das Ding halt quasi wieder fast alleine hier und mit dem Dekrippel. Crossen hier ganz oldschool die Lines passiv raus. Ist ja auch in Ordnung. Die Ballistics müssen halt nun mal angreifen hier. 3 Punkte aufholen. Und der Mo macht das so entspannt, als ob er nie weg gewesen wäre. Witzig, ne? Ja. Habe ich aber auch beim Bob gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Bob irgendwie bei Carmen Etcher sieht nicht so aus, als ob er irgendwie 3 Jahre weg war oder wie lange auch immer. Na, dass der Mo da noch füllen darf, ne? Das ist wirklich nicht der Schnellste. Der hat einfach das Auge, ne? Der sieht es halt einfach und der schießt ja auch die Leute daraus. Und das war halt jetzt einfach ein ganz klarer Fehler von Ballistics. Und der Nick nutzt das hier auch aus. Ich weiß nur nicht, ob der Nick ihn da so gut auf dem Schirm hat. Der steht ultra eng. Ganz fieser Spot für den Nick. Der Nick will wirklich, glaube ich, in den Beam vorkommen. Der will sich auf jeden Fall noch insern. Mal guck mal, ah, der Mo. Nerven wie Drahtseile, der Typ. Junge, da schießt der Nick ihn weg. Richtig massives Spiel hier vom Mo und vom Nick. Die machen das richtig gut da zusammen. Der Snakes-Spieler seinen eigenen Mann raus. Hat seinen eigenen Typen abgeschossen. Der Ballistics-Spieler schießt seinen Snakes-Spieler hier raus. Das kann ja nicht passiert sein. Mensch, du, wie so ein denkwürdiger Augenblick. Der Disco hört auf, du wirst 18 und die Ballistics schießen sich gegenseitig raus. Dubi. Das kann es nicht sein. Oh, der Nick hat ihn aber jetzt da bei dem T-Pack auch nicht auf dem Schirm. Oh, oh. Der sieht ihn nicht. Nee, ich glaube, er rennt. Ja, der Nick zieht durch. Ja. Nice. Ah. Also, für den Mo und für den Nick, ich glaube, der Nick trinkt keins, aber für den Mo dann bitte auch ein Bier und wow. Wie konnte das passieren? Das müssen sich jetzt die Ballistics fragen, aber man muss fairerweise auch einfach sagen, ey, einfach mal ein 4-2 mit Nerven wie Drahtseile in so einer beschissenen Ausgangslage runterzuspielen, dafür gebührt dem Nick und dem Mo auf jeden Fall Respekt. Das war richtig gut. Ja, das war... wow. Ich hatte ja erst gedacht, dass Ballistics, wenn die jetzt gepusht wären einfach, hätten sie das ja... Geil, ihr bleibt dran. Können, warte, ne? warte. Darf ich für den Satz Ende? Ja. Dann hätten sie es, du hast ja selber gesehen, wenn die oben, wenn in dem Moment dann, und du hast dann... Was meinst also du, als er das gesagt hat, hat das irgendwie frischer geklungen. Ich muss hier raus aus dem Mittelalter. So, Dubi, pass auf, so, Dubi, schön, dass du da warst. So, Cologne Hurricanes hier direkt vom Break, der Uli Scharf in die Snake rein. Sauber angekommen, jetzt fängt er sich ein over the top. Jetzt kommt, guck mal, Fast and Deadly, ich glaube, die wollen das. Ich glaube, die merken einfach, genauso wie wir eben, da geht der Steiner, muss vom Feld. Ist es? Ne, ist der Marvin Bunsch, der da abfliegt. So, und der, wer ist da vorne, wer geht da auf der Seite durch? Von den Hurricanes wieder weg. 2 gegen 4 oder so. Richtig, echt, was auch immer bei Fast and Deadly. Jetzt hat, du hast es eben gesagt, jetzt ist die Jetzt-Reicht-Mentalität bei denen angekommen, ja?
Ja, man muss es nicht unterschätzen, ne? Dave und Steiner, das sind... Ja, wäre der Steiner jetzt auf dem Weg in die Snacks selber, aber ich glaube, meint zu sehen, dass er ein... Ja, gut, jetzt da. Oh! Boah. Beide geholt. Ja gut, jetzt hat er sich eh schon rausgenommen. So. Respekt. Ja, fast ein Deadly, Respekt dafür, warum ihr damit jetzt irgendwie in eurem letzten Spiel irgendwie anfangen wollt. Habe ich jetzt auch nicht verstanden. Habe ich auch nicht verstanden, ist wahrscheinlich irgendeine Taktik, die sich mir entzieht. Entzugstaktik. Ja, oder so. Und sind wir mal vorsichtig, ne? 1,56 Restspielzeit, das ist ja jetzt noch nicht so, dass es für die Hurricanes verloren wäre, aber es steht 2:1 für Offenbach Fast and Deadly gegen den amtierenden. Pass auf, du hast unten den Felix, ich gehe schon mal vor, ich muss noch ein, zwei Sätze sprechen. Dubi, ja. Du musst hier durchziehen, vielleicht alleine, Dubi, bist hier am Arsch. Dubi, aber wenn einer die Kompetenz hat, dann doch ja. Du, oder nicht? Echt. Dubi. Also, wenn du die Kompetenz noch nicht hast, im Vergleich zum Disco das Aussehen, hast du schon, kannst du schon mitkommen. Du siehst klasse aus, Dubi. Ja, ja, der Disco und ich, wir sehen uns gleich unten. Ey, hier, Brudi, ne? Schön spielen und so. Ja, jetzt wünsche ich dir auch. Ja. Hey, pst, geh sterben. So, wo bleibt die Antwort von der Schätzfrage? Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, liebe Leute, hier wird das gerade gefragt. Wir sehen hier ja den Chat hier, Dubi, ne? Bei Twitch wird, glaube ich, gerade gefragt, die Antwort von der Schätzfrage. Ich vermute, so wie ich die Franzi eben verstanden habe, wird die das nach der Bundesliga hier auswerten, weil dann muss sie ja alle Kommentare in den ganzen Streams sammeln. Und dann gucken wir am besten dran, war. Also vermute ich mal, dass das wahrscheinlich auf der Seite von Paintball, von der Paintball Base in Solms bekannt gegeben wird. Wenn wir sie nochmal sehen, die Franzi fragen wird für dich. So, und ja, richtig spannende Begegnung. Der andere Block, ja. Cologne Hurricanes gegen Offenbach Fast Deadly, ne? Ein Punkt vorne jetzt, also jetzt müssen die Hurricanes kommen. Du meinst die Hurricanes oder Fast Deadly? Das ist gut, ich finde es schon mal gut, dass du da direkt eine feste Position beziehst. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin mir jetzt nicht sicher. Auf dem Papier sind die Hurricanes ganz klipp und klar vorne, aber... Ja, aber Fast and Deadly hat heute auch nicht schlecht gespielt, ne? Das ist... Ich glaube, also ich will jetzt nicht sagen, dass sie schlecht gespielt haben, aber ergebnistechnisch hat sie ihnen das nicht gedankt. Die sind, glaube ich, jetzt aktuell auf einem Abstiegsplatz. Laut Live-Tabelle kriegen wir bestimmt nochmal ganz kurz. 3-2-1, da ist sie. Ja, ne, sind, glaube ich, gerade runter, ne? Oder? Domain of Fire, ne, Fast and Deadly. Doch, offenbar ist Fast and Deadly aktuell letzter Platz. So, da läuft's aber. Wie gesagt, das Spiel bisher gegen die Hurricanes gibt diesen letzten Platz überhaupt nicht wieder. Die machen nämlich hier eine richtig gute Sache. Schießen auch jetzt wieder ein G1 gegen die Hurricanes beim Break. Sind 5 alive. Haben eigentlich die komplette T-Pack-Seite offen, die jetzt von Marvin Bunsch nachgesetzt wird. So, und G2, den Uli Scharf aus der Snake raus operiert. Der Marvin kommt hier über die T-Packs bei den Hurricanes. So, lässt da aber jetzt den Spieler noch ins T-Pack kommen, was mich echt wundert. Oh, ich glaube, der ist gebounced. Der Ref checkt ihn da nicht. Ein bisschen glücklich auch für Fast and Deadly, dass er den Spieler da reinkommt. Die haben den, guck mal, siehst du das? Die haben den Marvin in dem T-Pack 3 gar nicht auf dem Schirm. Nee. Kein Mensch schießt dahin. Keiner von den Spielern ist auf dem Marvin. Die wissen, dass der Dave da hinten im T-Pack 1 ist, aber die haben das T-Pack 3 überhaupt nicht auf dem Schirm. Die machen jetzt hier, da haben sie auch das T-Pack 3 als einzigen, glaube ich, noch auf dem Platz für die Hurricanes. Da haben sie ihn am Ellbogen geschossen. Das muss eine Strafe eigentlich geben. Da kommt noch das Taul und rettet den Spieler vor dem 1-for-1. Eigentlich wäre das jetzt gegen den Marvin Bunschen ein 1-for-1. Es hätte eigentlich jetzt ein Shortstart sein müssen. Da hat ihn das Taul gerettet, hat der Coach von den Hurricanes auf jeden Fall gut mitgeschnitten und er wusste, dass das eine Strafe geben wird. Ja, aber... Ja, Kracher! Raketenmäßig, Offenbach Fast and Deadly, 3:1 in, ich glaube, 30 Sekunden, 29 Sekunden Regie, viel was nicht. Nee. Ja, also... Das kracht hier ganz kräftig. Hast du dir einen guten Block ausgesucht, Dubi, für deinen Einstand? Ja, ist auf jeden Fall sehr... Du darfst übrigens dein Paket aufmachen, habe ich mir sagen lassen. Oder willst du erst aufheben bis zum Freitag? Ich bin so neugierig und dann... Also, ne, also ja, ich verrate es nicht. Die im Stream halten auch alle dicht, falls du schon mal reingucken willst. Also, ich habe es nicht gesehen. Ist ja auch kein Siegel drauf. Ist so, ja. Ne? Das offizielle DPL-Siegel. Ist ja, auch ist noch ja nicht was. Amtlich. Ich hoffe, es ist kein Tischfeuerwerk mit drin. Oh. Vorsichtig spinksen. Da ist er, der Spielerpass. Yes, ey, hier, hör mal. Eingeschweißt mit Lasche zum Umhängen, ne? Also, das hat bei uns keiner bekommen. Ja, ey, dann. Ne, den unteren Dinger, so komm, kannst du ja auch schon mal umhängen. Versuchst dich einfach gleich schon mal aufs Feld zu mogeln mit. Ja, ich glaube, so hier aufs Feld wird schwierig, aber. Ich denke auch, die Refs passen ganz gut auf bei dem ID-Kartencheck, aber.
fühlt sich schon mal so an, als ob du könntest jetzt, ne? Ey, und Lust hätte ich auch, aber... Ja, das ist die Hauptsache, die Lust, die musst du dir einfach bewahren. Das wird sich nochmal steigern, wenn du erstmal ein bisschen Liga schießen kannst. Ja. Mit deinem Team, das ist ja eigentlich erstmal das Geilste am Anfang. Also Paintball spielen an und für sich macht schon Spaß. Ja. Aber am meisten macht es halt Spaß, wenn du es mit deinen Freunden und deinen Bros in deinem Team machst. Und wenn man mal ein paar Jahre mit seinem Team so wirklich aneinander geschweißt Paintball gespielt hat, dann die Leute, die es draußen tun oder viele, die zugucken, die wissen einfach, das wird auch eine Ersatzfamilie. Ja. Und das sind so Bände, die kann man da nicht mehr trennen. Selbst wenn es irgendwann mal über die Jahre in andere Teams verschlägt, irgendwann lernt man so Leute so gut kennen im Paintball, da sind dann Freunde fürs Leben. Ja. Ja. Kannst du jetzt ganz stark mit einsteigen. So, ne? Also wenn wir den Disco jetzt erstmal erfolgreich rausgemobbt haben, dann macht es ja auch wieder Spaß für alle anderen. Da hört sich das alles nachher so aus an. Nein, den Disco habe ich ganz doll lieb und ihr dürft alle in die Kommentare reinschreiben, also bei Facebook und bei YouTube und bei Twitch, dass ihr den Disco ja eigentlich gar nicht gehen lassen wollt, denn wenn ihr den so ungebremst mit eurer Liebe überschüttet, dann bleibt der bestimmt noch. Und wenn seine Frau zu Hause mitkriegt, dass sie damit aufhören will und die den demnächst dann ein Wochenende, Monat mehr zu Hause hat, dann ist die auch nicht glücklich. Bin ich fast sicher, die hat wahrscheinlich direkt gesagt, oh... kommt der öfter nach Hause. Ja, echt so, oh nee, jetzt dann der Disco dann demnächst nur noch unten hier von mit Bier in der Hand von der Tribüne und so. Ja. So, also ich glaube, wer ist denn deine Schätzung? Wir kriegen doch hier bestimmt mal, können wir bitte mal unten hier die Schätzung zu dem Spiel eingeblendet kriegen. Das habe ich mir gedacht, 13% für Offenbach Fassen, 89% für den klaren Favoriten, die Hurricanes, und das Ergebnis ist genau andersrum. Oh, Hurricanes jetzt hier weit gegangen. Pfeife, nein, verlieren hier hinten, glaube ich, den Vassili Pantelet wieder auf der Seite. Naja, verlieren zwei Spieler hier, den Vassili und den Dorito Attacker. Der Marvin durch die Mitte alleine ist da aber relativ gebremst. Der Dave hat sich meiner Meinung nach hier auf dem Pack eingegangen. Ja, und der macht raus. Den Move zu Ende, ist auch raus. Die Hurricanes werden mit aller Wahrscheinlichkeit das hier verlieren. Der Marvin Bunsch raus, jetzt nur noch der Stefan Steiner hier live. Das kann man eigentlich austaulen, wenn sie noch was angreifen wollen. 44 Sekunden, nee, jetzt lassen sie es runterlaufen. Das war's. Ja. Das wird es aller Wahrscheinlichkeit nach gewesen sein. Der Steiner baitet hier noch so ein bisschen. Ah, da hat er es gekriegt. Ja. Wow. Ja, also ganz im Ernst, ihr könnt mich gerne korrigieren. Ich habe sowas noch im Kopf. Ihr seht, die Freude da unten ist vollkommen zurecht bei Offenbach Fast and Deadly. Die wirklich ganz bitteren Tag sonst hatten und auch überhaupt bisher mit der Saison nicht zufrieden sein können. Und korrigiert mich, guckt bitte mal nach, heute ist der erste Tag Rückrunde. Ich glaube, sie haben das in der Hinrunde schon gemacht. Irgendjemand hat die Hurricanes bitter am Anfang schon direkt ein Spiel verlieren lassen. Das ist immer richtig bitter, wenn du als Team startest und du spielst vom Mindset her. Ja. Nicht um dich gut zu platzieren, sondern du spielst um die deutsche Meisterschaft. Du willst Meister werden und gibst dann ein Spiel ab. Das ist, am besten noch am ersten Tag, egal welches Team, so das rächt sich halt. So, das ist einfach richtig bitter. Und ich würde es ganz gerne wissen, vielleicht wisst ihr es zu Hause. Ich bilde mir ein, dass Fast Deadly irgendwie sowas in die Art gebracht hat schon am ersten Spieltag. So, erste BL 2949, starten wir singen, Mann. Also nochmal 500, was auch immer hier. Ich kann es gar nicht. Jetzt ganz so viel Input hier komme ich gar nicht mit. So. Haut man einmal gegen den Bildschirm, kackt der Stream ab. Ja, hier, Brax 1988. Coincidence or not? So, wir haben auf jeden Fall hier unten nochmal eine kleine Unterbrechung. Die Refs reden nochmal, weil die... Jetzt gibt es hier, glaube ich, richtig Backenfutter. Meinst du? Ja, was würdest du denn machen? Also, das Spiel ist auf jeden Fall verloren für die Cologne Hurricanes. 3 Punkte machen die nicht mehr, selbst wenn es jetzt noch irgendwie ein Automatic Point bei einem Major Penalty für Offenbach Fast Deadly gibt. Das Spiel geht auf keinen Fall, glaube ich, mehr als 4-2 aus. Und ich glaube noch nicht mal, dass 4-2 kommt. Und ich denke jetzt, dass die Hurricanes jetzt gerade frustrationsmäßig so richtig auspacken werden. Und die werden jetzt hier komplett nach vorne gehen. Ja. Ja, und dann schauen wir mal, ob Fast and Deadly, die jetzt natürlich aufgepumpt sind, die Hurricanes, die mit Sicherheit sauer sind, da jetzt ausgeblockt bekommen. Für irgendeinen von beiden wird es ziemlich schmerzhaft, sag ich dir jetzt schon. Ja, aber sehr. So, 30 Sekunden nach vorne, ich glaube, das dürfte die Jungs nicht viel nach hinten halten. Geht eigentlich noch Hurricanes gar nicht mal so offensiv. Okay, T-Pack 3, T-Pack 50 ist raus. Da fliegt der Nächste ab, der Steiner wird markiert. Darüber ist, wer ist es? Ich weiß nicht, wer da auf der Seite gerade reingegangen ist und spielt.
Oh, da geht er auch weg und fast Deadly. Fast Deadly, willst du wissen, fast Deadly Mercy die jetzt gleich noch. Ah, schade, da ist er abgeflogen. Oh, fast Deadly, keinen mehr auf dem Feld. Doch, einen hier noch im Corner. Und jetzt ja, ist die Spielzeit vorbei. Ich sag dir was, das war nicht mehr so weit davon entfernt. Fast Daddy flippt hier vollkommen zurecht aus. Das war auch echt nicht mehr so weit davon entfernt, dass so weit davon entfernt gewesen, dass sie noch ein Mercy gegen die Hurricanes rausgespielt hätten. Ich glaube, dann wäre ein paar Sekunden länger hätte das geklappt. So, ja. Dubi, jetzt, ne, du hast deine Karte. Ich muss mich jetzt entfernen. Du darfst hier oben gerne weiter moderieren. Aber ich vermute, wir geben jetzt mal kurz in die Werbeunterbrechung. Da kommt ja hier faires Handshake unten. Die Hurricanes, die wissen das auch zu schätzen, dass Fast and Deadly den wirklich ein würdiger Gegner gewesen ist. Ja. Und ich gehe mich jetzt mal mit dem Disco unten ein bisschen verprügeln. Freundschaftlich natürlich. Und ihr habt hier gleich wunderbare andere Moderatoren. Dubi, dir extrem viel Spaß. Dankeschön. Bei deiner Liga-Karriere und im Paintball. Und jetzt gleich kommt die Coach-Cam, höre ich aus der, Regie. Okay, wir sehen uns später nochmal. Dubi, dir alles Gute beim Paintball, viel Spaß. Dankeschön. Und genieß deinen Tag hier noch. Dankeschön, gleichfalls. Gut. Dann würde ich sagen, starten wir eine kleine Werbeunterbrechung und dann sind wir später wieder da. Also, bis gleich.